Guten Morgen, Leute. Es ist circa 8 Uhr. Es ist heute Black Friday. Ich habe gesagt, ich mache ein paar oder eventuell so ein kleines Video, wie mein Black Friday verläuft. Okay, ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee rein, mache mich noch ein bisschen fresh und wir sehen uns dann gleich. Okay, Leute, es ist 9.20 Uhr und hier seht ihr den Store, den deutschen Dropshipping Store. Wir haben 418 Euro gemacht, 141 Visitors, 11 Orders. Bin sehr zufrieden mit der Average Order Value. Okay, in Amerika ist noch ein bisschen tot, da schläft noch alles. Habe ich 2 Orders gehabt mit auch nur 14 Visitors und 52 Dollar. Ich denke, da geht am meisten. Am Abend natürlich und ja, ich halte euch am Laufenden. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Es ist jetzt 10.18 Uhr. Stündliches Update. Und zwar in Amerika schläft noch alles. Hier läuft es relativ stabil ab. Das heißt, wir haben jetzt 551 Euro gemacht, 225 Leute, 16 Orders. Bin zufrieden. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, es ist nicht so einfach. Black Friday, weil natürlich viele große unterwegs sind und so weiter und so fort. Deswegen, ja, mal gucken, wie weit wir kommen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao, ciao. 11.25 Uhr, okay. In Amerika, wie gesagt, tut sich derzeit nicht viel. Mal gucken, ich denke, da wird am meisten natürlich am Abend abgehen. Und hier haben wir derzeit läuft relativ stabil. Wir haben 726 Euro gemacht, 23 Order. Das heißt, so 30 Euro Order, Average Order Value, was mir sehr gut gefällt. Und wir hatten 450 Leute am Shop. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Update. Ciao, ciao. 15. Und es fängt jetzt auch schon langsam in Amerika an. Das heißt, wir haben eine neue Order bekommen hier. Und hier läuft es relativ stabil. Wir haben jetzt schon über 1000 Euro Umsatz mit 35 Orders, 700 Leute am Shop. Ja, ich hoffe, dass das noch viel, viel mehr wird. Also ich peile schon mit diesem Shop speziell 3.000, 4.000 Minimum an. Okay, wir werden mal sehen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Update. Ciao, ciao. Okay, Leute, Final Update. Das ist kurz vor 12. Und wir haben hier 4.000 Euro Umsatz gemacht mit 103 Orders, 1.300 Leuten am Shop. Ja, ganz okay, finde ich. Natürlich geht mehr immer besser, beziehungsweise mehr ist immer besser. Hier haben wir den amerikanischen 1.000 Dollar derzeit mit 30 Orders knapp und 264 Visitors. Amerika ist ein bisschen schwieriger, aber durch die Zeitumstellung glaube ich, dass ich da noch auf 2.000 bis 2.400 Dollar kommen werden. Okay, Leute, das war zum Thema Black Friday. Ich wollte nur kurz ein Abschlussvideo machen. Und zwar Black Friday ist eine sehr schwierige Sache. Okay, weil einige gesagt haben, ja, bei mir klingelt es nicht. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Das Ding ist, die wirklich wahren Gewinner Black Friday sind meistens die Brands, okay, die was wirklich zum Beispiel Stammkunden haben. Oder auch wirklich große Unternehmen wie Amazon oder Saturn und so weiter, die machen da richtig Geld und vor allem auch Brands. Das heißt, wenn du was aufgebaut hast, eine Eigenmarke hast, wo du einen Kundenstamm eventuell hast, wo Leute regelmäßig bei dir einkaufen und warten auf diesen Tag, bei denen geht es auch ziemlich ab, okay? Das heißt, mit Dropshipping ist natürlich schwierig, vor allem auch mit Facebook-Ads. Auf so einem Tag können CPMs hochgehen. Könntest sehr viel Konkurrenz bekommen und so weiter. Das sind sehr viele Faktoren. Und ich wollte nur zum Abschied noch sagen, es ist nur ein Tag des Jahres. Das heißt nicht, dass du nie Geld machen wirst, okay? Beziehungsweise nur, weil du am Black Friday vielleicht nicht den Umsatz hattest, den du wolltest, dass du erfolgreich bist oder so. Wie gesagt,